Hi, jetzt willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Formates. Heute Sonntag nach Spezial. Mein heutiger Gast ist eine Frau, die ihr vielleicht nicht kennt, weil sie nicht in der Öffentlichkeit steht. Sie ist trotzdem eine sehr engagierte Bundestagsabgeordnete. Sie ist Nachfolgerin von Norbert Geis. Das wird vielleicht ein Name sein. Ja, wir sind hier in Aschaffenburg am schönen Schloss, an einem schönen Tag. Was sind unsere Themen? Zum einen, wie geht es weiter in der Europäischen Union? Wie geht es mit Griechenland weiter? Tritt Griechenland aus dem Euro aus? Das sind so viele Fragen, die können wir in einem Interview gar nicht alle stellen. Das ist eins unserer Themen. Außerdem, wie der Flüchtlinge? Wie geht es weiter? Sind die Lösungsansätze der CSU die richtigen? Was macht die Kanzlerin? Das und vieles mehr frage ich Andrea Lindholz, die Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Aschaffenburg. Ich freue mich auf Andrea Lindholz und stelle sie euch kurz vor. Ich selbst bin 46 Jahre alt, verheiratet, habe einen erwachsenen Sohn und vor meiner Arbeit hier im Deutschen Bundestag, da war ich Rechtsanwältin und ich habe auch für den Landrat 6 Jahre als Stellvertreterin gearbeitet. Ich bin im Kreistag und war auch im Gemeinderat von Goldbach. Frau Kollegin, das Gegenteil ist der Fall. Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, nachdem die Kollegin Jelbke vorhin so schön überzogen hat, können wir die 30 Sekunden hier, glaube ich, verkraften. Also Frau Kollegin, das habe ich zu entscheiden, ob überhaupt und wie lange gegebenenfalls eine vorgesehene Redezeit überschritten wird. Frau Lindholz, Sie sind Nachfolgerin von Norbert Geis. Norbert Geis war Ihr Vorgänger. Norbert Geis war in der Bundesrepublik bekannt durch seine sehr Hardliner-Position, kann man mal sagen. Haben Sie eigentlich das Bedürfnis, auch eine Position wie Norbert Geis zu haben, die einzigartig ist, die Sie auszeichnet? Ja, erstmal hallo Herr Sand. Schön, dass wir uns heute zum Interview treffen. Ja, Norbert Geis ist Norbert Geis und Andrea Lindholz ist Andrea Lindholz. Ich habe in den ersten 4 Jahren im Deutschen Bundestag versucht, eine gute Arbeit in Berlin zu machen, in meinen Ausschüssen, im Innenausschuss oder im Europaausschuss und in erster Linie auch da zu sein für die Region und für die Anliegen der Region. Und das stand für mich an erster Stelle. Die Frage, ob ich dann in Talkshows auftrete oder nicht, war für mich einfach nachrangig. Ich habe auch mal das ein oder andere Angebot gehabt und habe das aber immer abgelehnt, weil ich mich einfach auf das konzentrieren wollte, wofür mich der Wähler gewählt hat und ich auch nicht immer weiß, ob alle Talkshows tatsächlich auch so einen effektiven Mehrgewinn für die Zuschauerinnen und Zuschauer haben. Mhm, aber jetzt für die Zukunft schließen Sie es nicht aus? Das kann man nie ausschließen, dass man in Talkshows geht. Ja, okay. Ja. Sollte man auch nicht ausschließen. Ja, mal schauen, stimmt, was die Zeit mit sich bringt. Ja. Aber der Fokus war in den erst 4 Jahren ganz klar immer auch der Wahlkreis und die Arbeit im Bundestag. Und das wird es auch in den nächsten 4 Jahren sein. Mhm. Schließt aber nicht aus, dass ich nicht irgendwann mal auf irgendeinem Sessel sitze. Mhm. Jetzt sind Sie CSU-Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Jetzt hat Ihr Chef Horst Seehofer im letzten Sommerinterview am 20. August gesagt, die Obergrenze ist für ihn doch keine Koalitionsbedingung. Dann hat er es wieder revidiert und hat gesagt, das ist, hat er so nicht gemeint, die Agenturen hätten das falsch ausgelegt. Was gilt jetzt eigentlich bei der CSU, die Obergrenze oder nicht die Obergrenze? Dazu gibt es eigentlich eine ziemlich klare Ansage. Die Obergrenze steht im Bayernplan drin. Unser Ziel ist und bleibt die Obergrenze. Und wer das Interview richtig angeschaut hat, und zwar ab Minute 3,56, der kann ziemlich genau hören, dass Horst Seehofer in keiner Weise von der Obergrenze abgewichen ist. Im Gegenteil, er hat es sogar ergänzt und hat gesagt, dass er sich ein ganzes Regelwerk vorstellt. Er hat sich nochmal klar für Begrenzung ausgesprochen und durchaus auch gesagt, das könne man auch Kontingent nennen. Das ist auch zum Schluss nicht entscheidend, sondern wichtig ist das Ziel. Und wir dürfen nicht mehr dahin kommen, wo wir mal waren. Das Jahr 2015 darf sich nicht wiederholen. Auch das hat er gesagt. Insofern bleibe ich dabei. Es gilt für uns nach wie vor unsere Obergrenze und das, was im Bayernplan steht. Verärgert Sie, dass jetzt die Bundeskanzlerin, die Sie ja auch als CSU-Abgeordnete unterstützen, dass Frau Merkel die Obergrenze nicht will? Also Frau Merkel sagt zwar, sie will in Deutschland keine Obergrenze, aber unsere Kanzlerin setzt sich ganz klar in Europa für Kontingentlösungen ein. Und Kontingente sind unterm Strich nichts anderes als Obergrenzen. Sie legen nämlich fest, welche Menge an Menschen, die einen Anspruch auf Asyl haben, sollte ein einzelnes Land aufnehmen. Das ist im Grunde genommen nichts anderes. Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass wir hier eine gute Lösung finden werden. Es geht zum Schluss darum, dass wir die Zuwanderung ordnen, steuern und begrenzen. Da sind sich alle einig. Die CDU, CSU hat auch in ihrem Bundesprogramm drin stehen, das Jahr 2015 soll sich nicht wiederholen. Und dann kommt der Zusatz, wir haben dazugelernt. Und das ist einfach eine ganz klare Aussage. Und den Rest nach der Bundestagswahl bin ich ganz sicher, den kriegen
kriegen wir hin. Jetzt geht Seehofer sogar noch weiter und sagt, er will die Mittelmeerroute schließen. Er hat das zusammen Anfang des Jahres bekundet mit dem Vizekanzler von Österreich. Ist es wirklich so gut, wenn man sagt, bleibt ihr mal alle da unten, also sich im Endeffekt abzuschotten? Es geht nicht um Abschottung, sondern es geht darum, dass unser Fokus auf der Hilfe vor Ort liegen muss. Das ist mal der erste Punkt. Da muss man sich die verschiedenen Länder anschauen. Die Arten der Hilfe sind unterschiedlich. Und für uns muss es das Ziel sein, dass wir entscheiden, wer kommt nach Europa rein, wen nehmen wir auf und wer kommt wohin. Und das muss unser Ziel sein. Und das muss an den Außengrenzen der Europäischen Union passieren. Das kann nicht innerhalb Europas, wo wir freie Binnengrenzen haben, erfolgen. Und da hat Horst Seehofer recht. Das vertritt ja im Übrigen nicht nur Horst Seehofer. Ich glaube, das vertreten mittlerweile ja alle Parteien. Außengrenzenschutz, Ausnahme nur an den Außengrenzen und schauen, dass die Menschen gar nicht erst über die Mittelmeerroute zu uns kommen. Dafür wird man andere Lösungen finden müssen. Aber es wird nach wie vor ein schwieriges Thema sein, weil es sind viele Menschen auf der Flucht und wir können in Europa nicht alle aufnehmen. Also braucht man verschiedene Mechanismen an verschiedenen Stellen und darum geht's. Jetzt macht Frau Merkel Abkommen mit Libyen beispielsweise, um da die Flüchtlinge abzuhalten. Jetzt haben wir nur das Problem in Libyen, dass es da keine Regierung gibt. Es gibt verschiedene Splittergruppierungen in Libyen. Und die Zustände in Libyen, in den Lagern, wo die Leute abgehalten werden sollen, nach Europa zu kommen, sind ja auch katastrophal. Also ist das wirklich so eine gute Lösung? Naja, wir haben ja Vereinbarungen mit anderen Ländern auch. So, wir haben zum Beispiel auch eine Vereinbarung mit der Türkei. Und wenn man mit Libyen eine vernünftige Lösung zustande bringen würde, kann man natürlich nicht sagen, so, wir kümmern uns nicht darum, wie geht es den Menschen dort vor Ort. Sondern müssen wir auch intensive Hilfe in Libyen bei den Strukturen und beim Aufbau betreiben. Das tun wir auch heute schon und das muss dann eben noch intensiver werden. Genauso wie wir das auch, wir, mit mir meine ich nicht Deutschland, sondern die Europäische Union und auch die Staatengemeinschaft, wie wir das heute schon in der Türkei tun. Und das ist einfach wichtig. Aber wir können nicht einfach Wanderungsbewegungen von Millionen von Menschen nach Europa zulassen und akzeptieren, weil dann funktioniert es ja bei uns vor Ort nicht. Das haben wir ja 2015 gesehen. Also der sagt, ich will das eine nicht, der muss mir dann aber auch sagen, was er denn für ein anderes Angebot und für eine andere Lösung hat. Mhm. Und ich kann da von den anderen keine Lösung erkennen, keinen konkreten Lösungsvorschlag. Die sagen auch, ja, Flüchtlinge müssen wir begrenzen, wir können nicht mehr so viele aufnehmen wie 2015. Aber wo ist denn dann bitte die Antwort? Also muss ich mich mit verschiedenen Ländern, auch Ländern wie mit Libyen, unterhalten und schauen, Lösungen zu finden. Mit den Nordafrika-Staaten versuchen, Lösungen zu finden. Anders wird es nicht gehen. Jetzt ist es aber so, dass die AfD beispielsweise auch auf ihren Wahlplakaten schreibt, Flüchtlinge zurück nach Libyen. Bedienen Sie dann nicht eindeutig auch, oder wollen Sie da nicht AfD-Klientel mit ansprechen? Also wir sagen ja nicht Flüchtlinge zurück nach Libyen. Wir haben ja einen ganz anderen Ansatz. Die AfD sagt im Prinzip, wir wollen hier niemanden aufnehmen und wir schicken alle wieder zurück. Das geht natürlich nicht. Das ist eine ganz andere Position. Ja? Die AfD möchte niemanden ins Land lassen. Wir sagen, wir nehmen auf und wir helfen in Kontingenten. Wir müssen selber ordnen, steuern und begrenzen. Die AfD ist eine Partei, die hat mit den anderen demokratischen Parteien nichts zu tun. Da geht es um Grenzzäune hochziehen. Da geht es möglicherweise auch, Menschen mit Schüssen von der Grenze am Übertritt abzuhalten. Also das sind alles Positionen, die wir in keinster Weise vertreten. Ja, die AfD will auch, stellt das komplette Asylrecht in Frage. Kein Mensch von uns möchte das Asylrecht in Frage stellen. Die AfD ist mit ihren Forderungen vollkommen inhuman und weltfremd. Das sind nicht unsere Ansätze. Sie haben jetzt in Ihrer vorletzten Antwort gesagt, so ein Abkommen wie mit der Türkei. Jetzt erleben wir zurzeit, dass Erdogan sagt, die Deutsch-Türken sollen nicht CDU, CSU, SPD und Grüne wählen. Er hat schon andere Äußerungen getätigt, die anti-deutsch, nenne ich sie jetzt mal, sind. Ist er wirklich denn so ein guter Partner und hat sich nicht die Kanzlerin und auch ihre Regierungskoalition erpressbar gemacht? Das hier geht es nicht um die Kanzlerin alleine. Das Abkommen ist nicht zwischen Deutschland und der Türkei geschlossen worden, sondern zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Türkei. Und das eine ist die Frage, wie sich die Türkei an bestimmten Punkten hält und verhält, völlig inakzeptabel, auch der Wahlaufruf. Aber der andere Punkt ist doch, die Türkei hatte doch schon vor dem EU-Türkei-Abkommen über 2 Millionen Menschen bei sich im Land aufgenommen. Das können wir doch nicht ignorieren. Das sind auch viele, die sagen, wir wollen wieder zurück in unsere Heimat. Also ist doch da eine Kooperation, auch um der Menschen willen, die dort sind, zwingend notwendig. Und wir werden das Gespräch mit der Türkei immer suchen müssen. Die Türkei nimmt auch von der Lage her eine Schlüsselrolle ein. Wir brauchen die Türkei auch gegen Kampf gegen die IS. Und man darf nicht vergessen,
knapp 50% in der Türkei sind auch, oder der türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Türkei, und hier sind auch mit der Art und Weise, wie Erdogan aktuell seine Politik betreibt, gar nicht einverstanden. Also wir brauchen da andere Ansätze, zum Beispiel die Beitrittshilfen aus Europa für den EU-Türkei-Beitritt streichen, klar zu positionieren, was wir immer gesagt haben, einen Beitritt mit der Türkei zur EU wird es nicht geben. Das haben wir immer gesagt, anders als andere Parteien in Deutschland. Und das sind die richtigen Wege. Aber ich darf jetzt nicht sagen, ich wende mich in der Flüchtlingspolitik von der Türkei ab. Das funktioniert nicht. Mhm. Jetzt werden immer wieder im Fernsehen Dokumentationen gezeigt, letztens auch bei RTL, wo man Situationen widerspiegelt wie in Bonn-Bad Godesberg, wo jetzt Leute unzufrieden sind, wo sie sagen, durch die Flüchtlingskrise haben wir eine Überfremdung in unserem Land, wir fühlen uns in der Minderheit. Was sind Ihre Konzepte, gegen diese Ängste anzusteuern und die zu minimieren? Ein ganz klarer Satz: Deutschland hat 80 Millionen Einwohner. Da kann man, wenn 800.000 Flüchtlinge reingekommen sind, nicht davon sprechen, dass wir nicht nach wie vor überrepräsentiert sind. Das andere sind Fragen der Integration, der Integrationsfähigkeit und Willigkeit. Wir haben in Deutschland weder eine Überfremdung, noch übernimmt irgendwer die Überhand, sondern das ist alleine schon ein Einwohnerverhältnis. Da ist das einfach nicht gerechtfertigt. Ist es aber so, dass teilweise wird ja den Politikern den Vorwurf gemacht, dass sie die Sorgen der Bürger nicht ernst nehmen. Wie erklären Sie sich diese Aussagen? Und also, stimmen die? Wir nehmen die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger immer ernst, weil wir sind auch eins, Bürgerinnen und Bürger. Wir als Abgeordnete gehören zu den Bürgerinnen und Bürgern dazu. Wir haben die gleichen Sorgen, wir haben die gleichen Befürchtungen, wir haben die gleichen Ängste teilweise, und wir versuchen, eine gute Politik zu machen und die Ängste zu nehmen. Und die Flüchtlingskrise ist eine große Herausforderung, aber wir haben doch auch einen Ansatz der Humanität, der Menschlichkeit und des Asylrechts. Und da den Ausgleich zu finden, das ist unsere Aufgabe in vielen Bereichen, im gesamten sozialen Bereich, immer wieder zu sagen, wie sind die tatsächlichen Verhältnisse, wo bestehen vielleicht noch Lücken, wo müssen wir dem einen oder anderen noch behilflich sein. Ich denke hier im sozialen Bereich auch immer wieder an die Alleinerziehenden, an diejenigen, die nicht so gut qualifiziert sind. Was können wir da tun, um zu helfen? Und damit nehmen wir die Ängste und Sorgen eigentlich in allen Bereichen auf. Aber Politik lebt auch davon, dass man sagt, wie ist denn der Zustand, wie ist die Beschreibung, das Positive genau auch darzustellen und dann zu sagen, da, wo wir noch helfen, unterstützen müssen, welches Regelwerk brauchen wir dazu? Und daran haben wir die ganzen letzten 4 Jahre in allen Bereichen gearbeitet. Mhm. Kommen wir von der Flüchtlingspolitik zur EU-Politik. Da schreiben Sie in Ihrem Wahlprogramm, Sie wollen die EU stabilisieren. Haben Sie aber nicht als Kanzlerin genau, wie viele Partner auch in Polen, Deutschland vorwerfen, zur Destabilisierung in der EU beigetragen? Also die Frage richtet sich eigentlich, glaube ich, an die Kanzlerin, aber wenn ich es jetzt mal aus meiner Perspektive betrachten darf, wir machen alles, um die EU zu stabilisieren und nicht zu destabilisieren. Und das ist immer auch der Ansatz. Ich kann noch nicht erkennen, wo wir die EU destabilisiert haben. Wir sehen aber zum Beispiel an dem Brexit eine neue Herausforderung auf uns zukommen, dass wir einfach dafür werben müssen, warum ist es wichtig, dass wir als europäische Gemeinschaft zusammenstehen. Und ich glaube, da hat sich in den letzten 4 Jahren auch in der Bevölkerung einiges an Umdenken entwickelt durch die aktuellen Ereignisse. Wir haben jeden Sonntag hier wieder Menschen bei Pulse of Europe, die für Europa auf die Straße gehen. Und wir müssen nach wie vor daran arbeiten, dass wir Europa insofern reformieren, als dass wir sagen, die großen Themen, Sicherheitsthemen, digitale Themen der Zukunft, große übergreifende Verteidigungsthemen, Umweltschutz, das sind alles Bereiche, wo ich sage, diese großen Themen kann Europa nur gemeinsam lösen. Aber im Klein-Klein brauchen wir Europa nicht. Europa hat sich zum Beispiel um das Schulobst bei uns hier mitgekümmert. Da sage ich dazu, da brauchen wir kein Europa. Und das heißt es, Europa reformieren und gleichzeitig auch zu stabilisieren, indem die Staaten, die da sind, vor allen Dingen auch Frankreich und Deutschland, signalisieren, wir halten zusammen, wir unterstützen uns, wir helfen uns und wir sind eine starke gemeinsame Stimme nach außen. Mhm. Noch eine kleine Korrektur zu Anfang. Ich meinte natürlich die als Partei, nicht als Sie persönlich. Jetzt gehört. Wir hatten übrigens eine Regierung mit SPD, also mit CDU, CSU und SPD. Hier will ich am Rande auch nur noch darauf hinweisen. Jetzt gibt es viele EU-Kritiker, unter anderem Henrik M. Broder, der Publizist bei der Welt. Und der sagt, die EU sei eine Bürokratie, die diktiert Leuten Dinge auf. Teilen Sie die Einschätzung? Nee, das habe ich gerade versucht darzustellen. Also wir brauchen den großen Themen Europa. Europa sichert Frieden, Wohlstand, Freiheit über viele Jahrzehnte.
Und da, wo Europa zu bürokratisch ist, mein Beispiel war gerade das Schulobst, ja, da müssen wir was machen. Oder die Kindergeldzahlung, an denen ich immer wieder dran bin, sage, es kann nicht sein, dass wir auch für Kinder, die irgendwo in osteuropäischen Ländern leben, das gleiche Kindergeld zahlen wie in Deutschland. Das sind die Reformschritte, die gemacht werden müssen. Aber im Großen, bei den großen Themen, ist doch Europa unverzichtbar. Jetzt kommt auch aus Ihren Reihen die Stimme zu sagen, auch Europa muss sich mehr bei der Flüchtlingsfrage beteiligen. Polen, Ungarn sollen mehr Flüchtlinge aufnehmen. Wie wollen Sie aber diesen Ländern Flüchtlinge in Anführungszeichen aufzwingen und sagen, ihr müsst die aufnehmen? Wie soll das gehen? Also erstens haben wir immer auch die Herausforderung, dass wir die Problematiken und die Herausforderungen in den einzelnen europäischen Ländern betrachten und uns auch mit den Argumenten auch auseinandersetzen, warum ist der ein oder andere da eher verhaltener. Unabhängig davon ist es unabdingbar, dass die Europäische Union sich auf ein gemeinsames Asylsystem verständigt. Wenn ich an anderer Stelle auch mehr Gemeinsamkeiten will, brauche ich das auch beim Asylsystem. Und dass natürlich alle ihren Anteil an Flüchtlingen aufnehmen, ein Land mehr, das andere Land weniger, die wir sozusagen innerhalb Europas verteilen wollen, weil wir sagen, die haben einen Anspruch auf Asyl. Demnächst wird der 7-jährige Finanzrahmen der Europäischen Union neu verhandelt. Und ich kann doch durchaus mal gerade im Rahmen solcher Finanzverhandlungen sagen, wer bekommt wofür wie viel Geld? Und auch sowas berücksichtigen, weil Europa auch an dieser Stelle solidarisch sein muss. Wir können Italien und Griechenland nicht alleine lassen. Und wir können auch nicht die ganze Verantwortung in Deutschland und auch in Norwegen übernehmen, sondern wir müssen schauen, dass wir müssen schauen, dass wir alle unseren Beitrag dazu leisten, auch die osteuropäischen Länder. Und das kann man durchaus auch mal über die Finanzen regeln, wenn es anders nicht funktioniert. Gestehen Sie aber zu, dass jetzt beispielsweise in der Griechenlandpolitik, das darf viele sagen, da hat Deutschland eine falsche Politik gemacht, sparen, sparen, sparen und irgendwie hat es doch nichts gebracht. Und auf der anderen Seite gestehen Sie auch zu, dass Frau Merkel jetzt, weil wir ja auch wieder Flüchtlinge haben, 2015 einfach viele Regeln der Europäischen Union einfach gar nicht beachtet hat? Nee. Also Punkt 1, Griechenland. Ich bin froh, dass wir Schäuble haben, der klar sagt Leistung und Gegenleistung. Griechenland ist auf einem besseren Weg. Alle anderen Länder, die wir auch unterstützt haben, Portugal, Spanien, Irland, sind sogar auf einem sehr guten Weg, haben auch viele ihrer Verpflichtungen schon zurückgezahlt. Und im Griechenland muss ich strukturell reformieren. Wir müssen schauen, dass die Wirtschaft dort auch investiert. Das ist aber auch ein Punkt, dass auch die Griechen Investitionen zulassen müssen. Das ist der richtige Weg, aber unkonditionierte Hilfen, die gehen eben nicht. Und ich glaube, es ist gut, dass Wolfgang Schäuble in Europa hier immer einer derjenigen ist, der besonders diesen Finger da auch in die Wunde legt, der aber auch jetzt auch sagt, nächstes Jahr läuft ja das Paket aus, dann machen wir die Bestandsaufnahme, dann sehen wir weiter. Und Griechenland ist auf einem besseren Weg. Und zur zweiten Frage, Kanzlerin hat keine Regeln in Europa außer Kraft gesetzt. Dublin-Abkommen? Wir haben das Dublin-Abkommen nicht außer Kraft gesetzt. Man muss sehen, was bedeutet denn das Dublin-Abkommen? Das musste man reformieren, das hat man jetzt reformiert. Wir können nicht als Land mitten in Europa darauf vertrauen, dass bei einer so großen Menge an Flüchtlingen und der Situation, wie sie damals in Italien und Griechenland war, keiner es bis in die Mitte Europas schafft. Und deswegen braucht man die anderen Mechanismen, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Sie hat zu keinem Zeitpunkt Dublin außer Kraft gesetzt. Aber in dem Moment, wo zum Beispiel der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt, das war mal eine Zeit lang so, die Zustände in Griechenland sind so, da kann man niemanden hin zurückschicken, dann kann ich Dublin nicht anwenden. Unser Asylrecht sagt nun mal, jeder, der hierher kommt, jeder, der unser Land betritt, jeder, der einen Asylantrag stellt, dem ist erstmal auch dieser Anspruch, der muss erstmal überprüft werden, der darf den stellen und den kann ich nicht sofort aus dem Land ausweisen. Und Dublin funktioniert nur, wenn das Gesamtsystem reformiert wird und damit hat man begonnen. Das Dublin-Verfahren ist überarbeitet worden, Frontex ist gestärkt worden, Verhandlungen mit anderen Ländern finden statt. Also eine Vielzahl von Maßnahmen, die ich am Anfang beschrieben habe. Aber nochmal, die Kanzlerin hat keines der europäischen Regeln außer Kraft gesetzt. Außer, dass sie in einer Notlage gesagt hat, wir helfen, bevor es in Europa schlimme Zustände gibt. Und ich will noch mal sagen, als damals Menschen in Österreich im Lastwagen Flüchtlinge
Elend, die gestorben sind, da haben Menschen zu Recht gesagt, solche Zustände darf es nicht geben. Als die Situation in Ungarn so schwierig war, als wir gesehen, welche Notlage bestanden hat, ich stelle die Frage, hätten wir da nicht helfen sollen, wie inhuman wäre das gewesen? Und das hat nichts damit zu tun, Regeln außer Kraft zu setzen, sondern das heißt, Menschen in Notlage zu helfen, und das würden wir auch von anderen verlangen und erwarten. Wenn Sie jetzt als Politikerin der CSU so human antworten, wie Sie das gemacht haben, wie passt das dann beispielsweise zusammen, dass jetzt Ihr Parteichef Seehofer sich mit Personen beispielsweise wie Orbán trifft? Also ich will mal sagen, was heißt hier als Politikerin der CSU? Die CSU ist eine zutiefst menschlich und christlich handelnde Partei, und kein anderes Bundesland als Bayern hat so viel in der Flüchtlingskrise für Flüchtlinge getan. Das hat nicht nur die Kanzlerin eingeräumt, das haben auch andere eingeräumt. Das steht doch mal an erster Stelle. Und dass man auch mit anderen Staats- und Regierungschefs immer das Gespräch sucht und dazu auch, dass dazu auch mal der ungarische Präsident gehören kann, Regierungschef gehören kann, das gehört auch dazu. Und das erwarte ich auch, wenn ich Lösungen in Europa miteinander finden will. Da muss ich mit allen sprechen und darf auch keine dem Gespräch ausnehmen. Aber ich will noch mal sagen, die CSU hat mehr als alle anderen in den letzten 4 Jahren gezeigt, wie schnell, wie zügig, wie umfangreich Hilfen möglich sind. Und in Bayern funktioniert es, auch in unserer Region funktioniert es, weil viele zusammenhelfen, weil wir viele Ehrenamtliche haben, weil wir viele engagierte Menschen haben, weil wir viele engagierte Politiker haben. Und Menschlichkeit auf der einen Seite und klare Regeln auf der anderen Seite. Das ist der Zweiklang, den wir brauchen, und dafür steht die CSU. Mhm. Um das Thema abzuschließen, EU, jetzt gibt es ja auch Leute wie Wolfgang Bosbach, der ja auch gern gesehener Gast auf vielen Veranstaltungen ist, der sagt, bei Griechenland mache ich nicht mit. Also sagen Sie, wenn Sie Wolfgang Schäuble sagen, er hat gute Arbeit geleistet, treten Sie ihm dann Wolfgang Bosbach vor Schienbein? Nee, weil Wolfgang Bosbach hat ja am Anfang mitgestimmt. Aber danach nicht mehr. Genau. Nur wenn ich mich mal auf einen Weg begeben habe, dann ist schwierig zwischendrin zu sagen, okay, hier ist der Cut. Es ist seine persönliche Entscheidung. Ich schätze Wolfgang Bosbach unglaublich. Er war auch bei mir hier im Wahlkreis und mit dem Innenausschuss neben mir gesessen. Und er hatte dazu dann eine klare Haltung zu einer Zeit, in der ich noch nicht im Bundestag war. Ich weiß nicht, welche Haltung ich zu diesem Zeitpunkt eingenommen hätte. Deswegen schätze ich ihn sehr. Aber das eine widerspricht dem anderen nicht. Wolfgang Bosbach hat gesagt, für mich ist hier eine Grenze erreicht. Wir sind frei gewählte Abgeordnete, das ist zu akzeptieren. Und trotzdem glaube ich, dass Wolfgang Schäuble richtig handelt. Weil Wolfgang Bosbach ist ja nicht, deswegen hat er nicht dagegen gestimmt, weil er sagt, Schäuble macht den Griechen zu viele Auflagen. Der hat ja gesagt, ich würde den Griechen gar nichts mehr geben. So, Wolfgang Schäuble sagt, nee, wir müssen noch helfen und unterstützen. Das ist nochmal ein ganz anderer Ansatz. Also Wolfgang Bosbach war ja eigentlich noch härter als Herr Schäuble. Ja, aber ist es jetzt eigentlich so, dass viele verstehen ja auch nicht in der Bevölkerung in Deutschland, warum müssen deutsche Steuerzahler, warum müssen andere Steuerzahler in der EU für Dinge haften, in Anführungszeichen, wofür sie ja gar nichts können. Warum pumpen wir Milliarden darunter und es bessert sich nichts, Frau Lindholz? Wir haben Bürgschaften gegeben. Und wir haben Hilfsgelder mit in Fonds reingegeben, die aber auch wieder an uns zurückfließen. Und die Frage ist doch, was kommt unterm Strich am Ende bei raus? Natürlich kann bei Griechenland die Situation anders sein als bei Spanien oder Portugal, aber die haben die Hilfen, die sie bekommen haben, zurückgezahlt. Das Geld fließt auch nicht von Deutschland direkt nach Griechenland, sondern das fließt über europäische Bürgschaften und Haftungen, die wir gegeben haben. Was ist denn die Alternative, Herr Sand? Ist die Alternative, dass wir Griechenland hängen lassen? Und die Auswirkungen für Deutschland wären dann wesentlich massiver gewesen, auch wirtschaftlich, als wenn wir den Ländern unterstützen, wieder auf die Beine zu kommen, wie bei Portugal, wie bei Spanien und wie bei Irland. Und wer hat denn Griechenland aufgenommen in den Euro? Das war unter der Regierungszeit von Rot-Grün gegen die Stimmen der Union. Was wir versuchen, ist nichts anderes, als etwas zu reparieren, was eigentlich hätte gar nicht passieren dürfen. Die Griechen hätten eigentlich gar nicht in den Euro aufgenommen werden müssen. Aber jetzt gilt es auch zusammenzustehen, und im nächsten Jahr laufen die Hilfen aus, dann wird eine Bestandsaufnahme gemacht und dann muss man schauen, wie man weiter vorangeht. Aber wenn wir Griechenland fallen gelassen hätten, gab es ganz viele Sachverständige, die auch gesagt haben, das würde für Europa zwar nicht finanziell zu Verwerfungen führen, aber in Europa selber zu sehr schwierigen Entwicklungen führen, die uns auch wirtschaftlich
und auch vom Zusammenhalt sehr hätten schaden können. Ob das am Ende zielführend gewesen ist, da kriegen Sie nämlich keine verbindliche Antwort. Und es ist Aufgabe von der Politik, verantwortungsvoll zu entscheiden. Und Politik besteht aus dem Rückhalt der Bürgerinnen und Bürger in einem Land. Und dazu gehört es auch mal, dass wir hier sozusagen auch als Gesellschaft in Anführungszeichen unseren Teil mit dazu beitragen. Und ich finde, die Entscheidung war damals richtig. Können Sie aber sich jetzt vorstellen, in der Situation auch zu sagen, Griechenland soll aus dem Euro austreten? Das können wir nicht. Das können wir nicht, das müssen die Griechen selber machen. Die Griechen müssten sagen, wir wollen da raus. Es gibt keine Möglichkeit für die anderen europäischen Staaten zu sagen, hier bitteschön, ihr müsst gehen. Und das ist eine Sache, die muss die Politik und die Diplomatie lösen. Und an dem Punkt sind wir aber nicht, weil wir sind an einem anderen Punkt. Wir wollen ja mit Griechenland gemeinsam weitermachen. Und Bestandsaufnahme ist nächstes Jahr. Mhm. Gut, werden wir sehen, wie sich es entwickelt. Jetzt kommen wir mal zur Kommunalpolitik in Aschaffenburg. Sie schreiben auf Ihrer Internetseite, Sie haben sich eingesetzt für den Ausbau, barrierefreien Ausbau der Bahnhöfe Dettingen, Hösbach und Laufach. Mhm. Das deklarieren Sie als Erfolg. Mhm. Haben Sie da nicht einen Punkt verschwiegen, wo es nicht gut gelaufen ist, beispielsweise was den Intercity-Halt angeht und auch den ICE-Halt? Und auf der anderen Seite haben Sie nicht auch ausgelassen, diese neuen Bauten, der neue Tunnel in Heigenbrücken, der macht jetzt auch wieder Schwierigkeiten, auch mit den Anschlussverbindungen? Also ich habe gar nichts verschwiegen und gar nichts ausgelassen, weil der Punkt Mottgerschwang und ICE halt steht auch auf meinem Programm drin. Mhm. Immer wieder mit der klaren Aussage, dass ich mich für den ICE halt in Aschaffenburg stark mache und gegen die Mottgerschwange. Und da bin ich jetzt seit 4 Jahren mit vielen gemeinsam im Gespräch. Alle hier in der Politik, die Verantwortung tragen, vom Landrat über den Oberbürgermeister, die Landtagsabgeordneten und mich. Ich war bei Ministerien. Habe mich mit Bahnvertretern ausgetauscht. Die Entscheidung da ist noch nicht gefallen. Das habe ich sozusagen als Erbe auch noch mit übernommen. Und das ist unser ganz erklärtes Ziel. Im Gegenteil, wir haben es geschafft, dass im Bundesverkehrswegeplan klar drin steht, egal welche Variante kommt, der ICE halt bleibt gesichert. Also das ist sogar ein Erfolg, den ich hätte reinschreiben können und gar nicht reingeschrieben habe. Mhm. Und der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, der Tunnel in Heigenbrücken, also das hat jetzt nichts mehr mit der Politik zu tun. Die Tatsache, warum es die Züge den Berg nicht rauf geschafft haben, ist, dass da momentan noch eingleisig gefahren wird, dass die Bahn Probleme hatte mit der Schaltung. Die müssen bei Grün durchlaufen und dass manche Loks bei bestimmter Beladung noch eine sogenannte Schublok oder Ziellok benötigen. Die muss jetzt noch angehängt werden. Also das sind klare Umsetzungssachen der Bahn. Im Gegenteil, man sollte positiv bewerten. Es ist ja ein sehr langes Projekt, das lange auch vor meiner Zeit begonnen und umgesetzt worden ist, dass uns das hier die gute Anbindung sichert, dass es die Schnelligkeit sichert, dass es den ICE halt sichert, der neue Schwarzkopftunnel, und dass er auch für viele Bürgerinnen und Bürger beim Lärmschutz Verbesserungen mit sich bringt. Also es ist eine positive Entwicklung und ich vertraue der Bahn, dass sie auch diese technischen Störungen jetzt so in den Griff bekommt. Wir haben jetzt schon seit 3 Wochen, glaube ich, nichts mehr davon gehört, dass die Züge auch auf Dauer ordentlich fließen oder fahren. Jetzt gibt es nur einen Punkt, der zu kritisieren ist, und das ist der Punkt zu sagen, sagen viele, wenn sie jetzt mit dem Bus kommen, dass da teilweise auch in Heigenbrücken Schwierigkeiten beim Umstieg sind und so weiter. Das ist doch im Endeffekt kein Erfolg, Frau Lindholz. Warum? Das hat doch nichts mit dem Tunnel alleine zu tun, sondern mit dem Park- und Reitparkplatz, der dort noch gebaut wird. Das ist Sache der Gemeinde gewesen. Das ist eine Sache von der Gemeinde Heigenbrücken, Herr Sand, die den Park- und Reitparkplatz dort noch umbauen muss. Und da gibt es eben noch Baumaßnahmen, die dazu führen. Das ist in der Tat momentan für den einen oder anderen nicht schön und bleibt auch zu hoffen, dass das zügig abgearbeitet wird. Aber das sind immer Begleitumstände von Maßnahmen, bis alles ganz fertig ist und vollkommen abgeschlossen ist, dauert es halt immer seine Zeit. Aber das hat doch nichts damit zu tun, dass die grundsätzliche Maßnahme nicht richtig und positiv ist und im Übrigen von allen befürwortet und von niemandem kritisiert wird. Aber diese Krankheiten drumherum, Züge bleiben hängen, Park-and-Ride-Parkplatz ist noch nicht fertig, das sind Sachen, die müssen noch abgearbeitet werden. Da will ich mich jetzt nicht rausreden, aber das ist nicht meine Zuständigkeit. Aber selbst da bin ich immer im Gespräch mit dem Bürgermeister von Heigenbrücken, mit dem Bürgermeister von Laufach, mit den Gemeinderäten dort, mit Bürgerinitiativen und versuche immer da, wo ich noch unterstützen
und helfen kann, auch kleine Kinderkrankheiten mit zu beseitigen, Grundstücksverhandlungen mit zu begleiten, für Lösungen zwischen Bahn und Gemeinde zu suchen. Das ist meine Aufgabe und das mache ich. Also können Sie garantieren den Bürgerinnen und Bürgern in Aschaffenburg, dass zum einen der ICE halt bestehen bleibt und zum anderen, dass der Intercity halt wieder kommt? Dass welcher, wieso, der Intercity halt ist doch da, der ist doch gar nicht Aber es geht um eine Verbindung, die um 18.49 Uhr ja, hier in Aschaffenburg. Ja, die kommt wieder, das hat uns die Bahn ja schon bestätigt, das stand ja auch schon in Mein Echo, das ist das eine. Und das zweite ist, ob ein ICE halt immer und für alle Zeiten Bestand hat, das hängt davon ab, ob der von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt wird. Was ich sagen kann, ist ja, wenn die Nutzung weiterhin vorhanden ist, wovon ich ausgehe, dann bleibt uns der ICE halt erhalten und wir kämpfen darum, dass er im stündlichen Takt erhalten bleibt. Wir haben es im Bundesverkehrspflegeplan gesichert, dass er zu erhalten ist. Ja, mehr kann ich nicht garantieren. Ein Thema zum Schluss noch ist jetzt ganz brisant, weil es am 24.09. auch zur Abstimmung steht, ist die B26, die ausgebaut werden soll. Und da gibt es Gegner, die sagen, auf der einen Seite, jetzt zitiere ich richtig, nicht, dass ich einen Fehler mache, Nilkheim droht der Kollaps, weil sie den Verkehr, wenn es ausgebaut wird, nicht stemmen können, weil er da umgeleitet wird. Dann schreiben sie, es ist die Zerstörung der Eingangspforte durch eine 900 Meter lange Mauer, die 4 bis 6 Meter hoch ist. Da werden 4.500 Quadratmeter Parkfläche zerstört. Ignorieren diejenigen, die wie Ihre Partei für den Ausbau sind, ignorieren die ganzen Dinge, die diese Kritiker anmerken? Also, Herr Sand, ich stecke da nicht so im Detail drin, weil es ist eine Sache der Stadt Aschaffenburg. Die Entscheidung am 24.09. treffen allein und ausschließlich die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aschaffenburg. Meine Kollegen im Stadtrat, ich denke hier beispielsweise an Jessica Euler, Winfried Bausback, Judith Gerlach und auch den Fraktionsvorsitzenden, wie auch Paul Gerlach, Thomas Gerlach, sind intensiv mit den Themen beschäftigt, nehmen alle Argumente auf. Und was die Mauer angeht, kann ich auch nur sagen, was ich in der Zeitung gelesen habe, nämlich, dass die ohnehin schon aus den Plänen rausfällt oder rausfallen soll. Ich kann für den Bund nur sagen, das ist ja eine Maßnahme der Stadt Aschaffenburg, der Teil der B26 bei Stockstadt, der in die Zuständigkeit des Bundes fällt, der soll entsprechend ausgebaut werden, weil dort eben aufgrund des Verkehrsaufkommens ein Ausbau nötig ist, genauso wie bei der B469. Und das andere, das müssen die Verantwortlichen wohl und weise entscheiden. Da gibt es die SPD, die auch noch sagt, für den Ausbau. Was ich jetzt für schlecht halten würde, ist, wenn der Bund seinen Teil ausbaut und verbessert und in der Stadt es dann zum Nadelöhr kommt, weil das kann es nicht sein. Und was zum Schluss, welche Ausbauvariante zum Schluss genau genommen wird, das entscheiden jetzt die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aschaffenburg. Und das ist auch gut so. Ich weiß von meinen Kollegen, dass sie mit allen Argumenten beschäftigt sind, dass es dazu auch Veranstaltungen gegeben hat. Auch von der FDP gibt es dazu Veranstaltungen. Da kann sich jeder informieren und für sich dann entscheiden. Wofür ich aber werbe, ist, dass es dort bitte auch kein Nadelöhr gibt, nachdem der Bund seinen Teil leisten wird, weil unsere Region lebt von einer vernünftigen Infrastruktur. Und das muss auch in diesem Bereich gelten. Und wenn ich es auch richtig gelesen habe, sollen zum Beispiel keine Pappeln gefällt werden. Aber da muss man sich im Detail in der Stadt Aschaffenburg damit auseinandersetzen. Als letzten Punkt verstehen wir aber richtig, dass, wenn die Bürgerinnen und Bürger das ablehnen, dass dann auch die Gelder vom Bund nicht mehr zur Verfügung stehen? Nee, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also das eine ist die Ausbaumaßnahme der Stadt Aschaffenburg mit den unterschiedlichen Finanzierungstöpfen, die ich jetzt nicht im Detail kenne. Aber da ist klar, wenn nicht gebaut werden soll, fließt auch kein Geld. Und der zweite Punkt ist, unser Teil, Bundesteil B26 bei Stockstadt ist im Bundesverkehrswegeplan drin, wird geplant und wird umgesetzt. Das ist im Bundesverkehrswegeplan enthalten und zwar bis zum Jahr, also spätestens bis zum Jahr 2030. Ne? Unser Straßenbauamt hat ja mehrere Projekte abzuwickeln. Ich sage jetzt auch nicht, es fängt dann an und da an und hört da auf, weil ich das gar nicht beurteilen kann aktuell, aber das wird gebaut. Nur was mit dem Stadtteil ist, das kann ich jetzt nicht beantworten. Als Knallerfrage zum Schluss, wenn man in der Union ist und sieht, wie jetzt beispielsweise Wolfgang Bosbach sich aus der Politik zurückzieht, Erika Steinbach austritt aus der Partei, aber auch andere Leute, die mal in der CDU viel bewirkt haben, sage ich es jetzt mal, ist das nicht auch ein Zeichen, dass man ein bisschen eine falsche Politik macht für das, was eigentlich den Mitgliedern guttun würde oder seine Werte aufgibt? Nee, im
Gegenteil. Also bei Erika Steinbach muss ich sagen, die vertritt mittlerweile Position der AfD. Die hat bei CDU und CSU dann auch tatsächlich nichts mehr verloren. Und Wolfgang Bosbach verabschiedet sich nach vielen Jahrzehnten aus der Politik aus eigenen persönlichen Gründen heraus. Er sagt zwar, dass er manchen konservativen Kern in der Union vermisst, ja, aber im Gegenteil, Wolfgang Bosbach hilft ja der Union, der CDU in Nordrhein-Westfalen beim Thema innere Sicherheit. Insofern kann man ja jetzt nicht sagen, dass Wolfgang Bosbach sich wegen der Politik aus der Bundespolitik verabschiedet, sondern er sagt, nach so und so vielen Jahren ist jetzt und Jahrzehnten ist jetzt Schluss. Und ich glaube, das kann man nachvollziehen. Jetzt will ich aber doch noch mal eine Frage anschließen. Ist es richtig, dass sich die Partei jetzt ein bisschen zu einer anderen Partei entwickelt und auch so ein bisschen andere Positionen vertritt? Also die CSU ist die CSU und für die stehe ich. Die hat ihre klaren, Grundsätze und klaren Haltungen, mit denen ich auch sehr übereinstimme. Und insofern kann ich sagen, der CSU-Markenkern, der ist da und der bleibt da. Eine letzte Frage gestatten Sie mir. Christian Ströbele von den Grünen scheidet ja auch dieses Jahr aus dem Bundestag auch aus, auch mit Wolfgang Bosbach. Und Sie haben ein Interview geführt, wo Sie gesagt haben, Sie können Leute verstehen, die heutzutage die Glaubwürdigkeit an die Politik verloren haben beziehungsweise eine Politikverdrossenheit entwickelt haben. Können Sie diese Argumentation... In welchem Interview habe ich das gesagt? Nein, das haben die beiden gesagt. Wer? Wolfgang Bosbach und Hans-Christian Ströbele. Können Sie solche Worte verstehen? Ich kann jetzt den Zusammenhang, aus dem heraus Sie das gesagt haben, nicht beurteilen. Den müsste ich dazu kennen, weil ich weiß nicht, welchen Politikbereich Sie gemeint haben. Also ich für mich versuche, eine Politik zu machen, die nachvollziehbar und transparent ist und wo die Leute Spaß daran haben und zu sagen, jawohl, Politik ist etwas Positives. Und zu dem anderen kann ich einfach nichts sagen, weil ich es jetzt im Zusammenhang nicht kenne. Okay, Frau Lindholz, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, Herr Sand.